Bitte dokumentiere dein Trading oder deine Erfolge. So eine Frage kommt oft. Und wenn Sie meinen Kanal abonnieren, zeige ich Ihnen meine Kontoausstattungen. Nein, das ist ein Witz. Aber die Frage ist, abonnieren Sie trotzdem. Die Frage kommt wohl und sagen, du musst bestätigen, du musst zeigen, dass du handeln kannst. Und du musst mir deine Kontoauszüge zeigen und bla 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 und so weiter. Okay, kein Problem. Erstens, meine Kontoauszüge stehen zur Verfügung. Jede Kontoauszüge, die offiziell geprüft wurden, und das sind die von den 4 Gewinnen in den Weltmeisterschaften. Und nicht nur, auch jene, die beim World Cup Advisor waren, als Programm zu folgen, und die andere 2 Konto, wo ich in 2010 bei der Weltmeisterschaft teilgenommen hatte. Erinnern Sie sich, ich war im 1. Platz, 4. und 5. 3 Accounts, 3-mal in der Top 5. Diese Kontoauszüge stehen zur Verfügung. Die kann man lesen. Wenn Sie die wollen, melden Sie sich mal da unten in den Kommentaren, senden Sie mir eine E-Mail und ich kann Ihnen diese PDF zeigen. Das sind die einzigen, die offiziell sind, die geprüft wurden und alles, was möglich ist. In einem Webinar habe ich auch mal gezeigt, wie es nach den Wettbewerben weitergelaufen ist. Und ich habe es ganz deutlich gesagt, ich habe im Schnitt etwas mehr als 20% am Jahr verdient. Das ist kein Geheimnis. Wenig oder viel, für mich ist es wohl gut. Ich bin nicht der beste Trainer in der Welt, vermutlich. Und mehr als 20% ist schaffbar, ist machbar, aus meiner Sicht, für die beste automatisierte Trader. Aber was Sie in der Weltmeisterschaft sehen als Ergebnis, hat mit dem Day-to-Day-Trading auf meinem Hauptkonto gar nichts zu tun. In der Weltmeisterschaft hatte ich sehr hohes Risiko. In meinem tagliches Trading würde ich das niemals schaffen. Ich wäre nicht verrückt. In der Weltmeisterschaft war ich auch bereits pleite zu gehen. Das waren 10.000 Dollar oder 15.000 in den älteren Jahren. Das kann ich wohl leisten. Aber mit meinem ganzen Konto pleite zu gehen, das wurde mir nicht so besonders gefallen. Es ist klar, dass wenn ich dort auch in einigen Fällen mit 20% Risiko in einem Trade gehandelt hatte, mache ich das sicher nicht in meinem Konto, wo ich jetzt 1,5 im Schnitt arbeite pro Tag. Also, was soll ich noch zeigen? Ich habe alles gezeigt, alles steht zur Verfügung. Ich habe auch in einem Video von 2008 gezeigt, dass ich nichts verdient hatte, ungefähr. Mehr als das, es macht keinen Sinn. Es sind nur Fragen, die mehr als Voyeur das stehen. Nicht Leute, die wirklich interessiert sind. Und auch, wenn ich Ihnen zeigen würde, wie erfolgreich ich bin, oder wie gut, oder alles, was ich bin nicht so gut, wie man denken kann. Ich bin gut genug, damit ich davon leben kann. Aber würde ich das auch Ihnen zeigen, das wäre nicht die Bestätigung, dass, was ich als Ausbildung anbieten kann, funktionieren wird. Ein guter Lehrer muss kennen, was er zeigt, und muss auch so gut sein, dass er das erklären kann und sicher machen kann, dass die Leute das lernen können und dann wiederholen und dann nachvollziehen. Das klappt nicht bei allen. Normalerweise kann ich sagen, bei diskretionären Trading funktioniert das nicht so gut, weil es schwierig ist, das, was aus dem Bauch kommt, zu erklären, zu lernen und so weiter. Und habe ich also die Bestätigung, dass was ich zeige, funktioniert? Ja, ich würde sagen, ja. In 2017 hat Stefano Serafini die Weltmeisterschaft gewonnen. Er ist mein Student. In 2018 hat Petra Ilona Zacet die Weltmeisterschaft gewonnen. Sie hat auch bei mir studiert. Die beiden waren in New York. Die beiden haben mein Hauptseminar, Online-Seminar, teilgenommen. Also, das bedeutet nicht automatisch, dass wenn einer mein Seminar studiert, dann wird er Weltmeister. Nein, die zwei waren sicher sehr gut, sehr schlau
und die haben auch sehr viel studiert. Es ist nicht so 1, 2, 3 und ich werde Weltmeister. Nein, nein. Aber mindestens gibt es einige, die gezeigt haben, dass was ich ihnen gezeigt habe, hat auch für sie funktioniert und sie haben auch sehr erfolgreich gearbeitet. Was noch mehr? Was soll ich zaubern? Ich weiß nicht, aber ich bin auch ein bisschen satt. Ich werde niemals offensichtlich zeigen, wie viel Geld ich auf dem Konto habe. Ich wäre verrückt. Ich meine, privat gibt es Leute, die das gesehen haben. Privat gibt es Leute, die meine Cloud-Server gesehen haben. Das ist kein Problem, das sind Freunde oder gute Bekannte. Aber hier auf YouTube, das wäre ein bisschen Wahnsinn. Sie brauchen nicht die Kontoausstattungen von Bill Gates sehen, zu sehen, dass er reich ist oder dass er gut miteinander ist. Das fragt keiner und er würde das auch nicht zeigen. Und so auch alle anderen nicht, die bekannt sind. Die fahren auch kein Ferrari oder so, das sind nur die Leute, die sagen, ich wohne in Dubai, ich habe einen schönen Wagen, die wollen als Angeber schauen, dass sie vom Trading sehr viel verdient haben. Das glaube ich nicht besonders, aber das ist mir auch egal. Ich meine, ich habe Kontoauszüge von der Weltmeisterschaft, vom World Cup Advisor. Ich habe gezeigt, was sie mir nur glauben müssen, wie ich nach dem Wettbewerb 20% im Schnitt, das ist wichtig, per Jahr verdient habe. Und Studenten von mir haben auch die Weltmeisterschaft gewonnen. Mehr als das will ich auch nicht produzieren, weil ich will nicht hier stehen und sagen, ich habe so viel Euro oder Dollar auf dem Konto vom Trading, weil das wäre nur ein Blödsinn, glaube ich. Ich glaube, Sie sind auch einverstanden. Wollen Sie die PDFs von der Weltmeisterschaft 2008, 2019 und so weiter? Abonnieren Sie meinen Kanal, schreiben Sie Ihre E-Mail, die können wir senden, das ist kein Geheimnis. Aber mehr als das. Ich werde Sie niemals hier einladen, bei mir zu sitzen, um zu schauen, was jeder Tag passiert. Und das wäre auch langweilig, immer aus meiner Sicht. Das war's. Bis nächstes Mal. Ciao von Andrea Ungar.